Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge von dem Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute werde unser Gast auf Schweizerdeutsch reden. Er kommt aus Zürich, er heißt Thomas und ist bekannt von seinem Blog, YouTube und seinem Businessbranche, die jetzt als Sparkoyote benannt wird. Herzlich willkommen. Super, vielen Dank für die Einladung, David. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf, über meine Projekte, auch meine Herkunft und auch andere Dinge. Darf rede und vor allem in Schweizerdeutsch, weil meistens mache ich ja Content eigentlich auf Hochdeutsch. Darum auch immer wieder schön, eigentlich sozusagen meine Muttersprache auch mal in einem Podcast zu hören dürfen. Das ist ja sehr nett. Also ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit anderen Vermittlern oder von Finanzbildung in deutscher Sprache. Du wärst der Zweite, der das mit mir auf Schweizerdeutsch macht. Das Interessante dabei ist, dass das ein Thema, so wie Mundart, dass man nicht so gerne so offen spricht oder dass ganz viele Hindernisse mit sich bringt. Was hat das bei dir aus gelöst, Thomas, dass du offen über deine Finanzen, zum Beispiel, du hast immer wieder so geschrieben, wie ist meine Depoteinteilung. Wie kommt es dazu, dass du so offen über deine Finanzen sprichst? Also es hat einfach damit angefangen, für mich ist das Ganze, also ich habe das vor über 6 Jahren gestartet, auf dem sparkoyote.ch Blog. Für mich ist das mehr oder weniger ein finanzielles Tagebuch gewesen und ich habe das einfach öffentlich teilen, um halt mehr Accountability zu bekommen. Oder? Also dass die Leser sozusagen, also die lesen das, die sehen das. Und für mich ist das dann wie so ein Ansporn, dann regelmäßig monatlich investieren, da monatliche Reports geben, Depot-Updates geben. Mit der Zeit hat sich das dann entwickelt, also nicht nur der Blog, sondern zusätzlich zum Blog dann auch YouTube-Videos dazu, wo ich auch monatlich immer am Ende vom Monat das Recap vom vorherigen Monat mache, was für neue Aktien, für wie viel Geld habe ich gekauft oder wie hat sich das Depot entwickelt, wie viel Gewinn oder wie viel Verlust habe ich in dem Monat gemacht. Also jetzt nicht nur die guten Sachen berichten, sondern auch so, wie es ist, oder? Und so hat sich das halt einfach entwickelt für mich und ich habe das jetzt bisher so beibehalten, die Transparenz, weil das halt einfach, denke ich mal, für viele Motivation sein kann und so ein bisschen auch die Realität zeigt oder was ist investieren. Man macht nicht nur Gewinn, es kann auch mal Verlust geben bei gewissen Aktien und so weiter, um das einfach Transparenz zeigen, dass es eigentlich nicht so ein Hexenwerk ist, dass jeder das eigentlich auch kann machen, wenn er einfach genug Zeit und Interesse investiert, um halt recherchieren. Da ist etwas Besonderes, weil, wie du hast schon gesagt hast, wenn es geht darum, oder auf Quellen zu gehen, zum Beispiel, wir haben uns kürzlich da in dieser Invest-Messe gesehen und davor, um diese ganze Blogger-Lounge herum, gab es viele Verlag-Stands, also viele Zeitungen, wie diese Euro am Sonntag, das man einfach so mitnehmen könnte. Aber meine Im Nachhinein, was ich so für mich festgestellt habe, ist, dass dieser persönliche Austausch jetzt mit Vermittlern oder von finanzieller Bindung, wie in deinem Fall, war es tatsächlich bereichernder als diese ganze so verpackte Zahlen, die leider nicht so richtig das gesamte Spektrum beinhalten. Und findest du das auch? Also, du hast gesagt, ich bin seit 6 Jahren dabei, dass diese Informationen qualitativ sich verschlechtert haben. Ich habe so ein bisschen für mich die Feststellung, dass es eher außerhalb von diesen Augen, also von Marketing und so weiter, sehr schwierig, differenziert zu wissen, ja, was läuft eigentlich mit diesem Unternehmen oder dass ich einfach mehr neue Erkenntnisse oder gewinnen kann, so mit diesen Magazinen. Wie war es bei dir, dieser Anfang? Also, welche waren deine Informationsquellen, bevor die jetzt bei dir diese Informationen weitergibst bzw. herstellst? Also es ist erstmal so, ich habe ja vor 8 Jahren, also 2015, mit dem Investieren gestartet, da bin ich 18 gewesen. Und am Anfang war ich jetzt noch nicht so richtig gewusst, wo, wie, was recherchieren und so weiter. Habe eher Trial and Error gemacht, einfach mal auch Aktien gekauft, die ich nicht mal wirklich analysiert habe. Also das sind so die ersten Steps gewesen. Aber zum das mal so ein bisschen zusammenfassen, es gibt natürlich eben so Investors Relation. Jedes börsennotierte Unternehmen hat eigene Investors Relation Webseite.
Und dort hat man eigentlich alle wichtigen Informationen, Quartalsbericht, Jahresbericht, Gewinnwarnung, also eigentlich alles mögliche, was direkt vom Unternehmen kommt, die ganzen Informationen, das ist die Source. Und eigentlich alle anderen, ich sage jetzt mal Analysten oder auch Leute, die dann das nachher anschauen, aufbereitet, haben das entweder von dort oder von einer anderen Quelle, wo das von dort letztendlich meistens halt hat. Und das heisst, es ist für mich eine der wichtigsten Quellen, weil das ist so meistens die Source von vielen Sachen, eben Jahresbericht, Quartalsbericht und Co. Da sind dann auch alle Bilanzen, also alle Kennzahlen dann letztendlich drin, wo man sich dann nachher daraus ausrechnen kann. Natürlich benutze ich dann auch so sogenannte Aktien-Screener. Da gibt es diverse, muss man einfach mal googlen, Aktien-Screener. Und das sind dann einfach mehr oder weniger Tools, wo eigentlich all die Kennzahlen für einen schon ausrechnen. Man muss nur das Unternehmen eingeben und dann sieht man alle Kennzahlen schon auf einen Blick. Das spart halt einfach Zeit, dass man nicht immer alles muss selber ausrechnen und dass sich das täglich auch verändert aufgrund von Kurs, Dividenden und so weiter. Macht das noch Sinn, solche Tools zu verwenden, um einfach Zeit zu sparen? Aber ich denke jetzt nochmal zum Punkt, eben qualitativ, wie sich da die Informationen verändert haben. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren, so Magazin, Zeitungen, aber auch andere Formen von, ich sage jetzt mal vielleicht auch Börse, Fernsehen und so weiter, die richtet sich ja, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, auch nicht immer unbedingt an Privatanleger und versuchen auch immer so ein bisschen, und das ist leider Gottes in vielen Bereichen, sonst nur im Thema Finanzen, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, möglichst viele Fachwörter zu droppen und irgendwelche Anglizismen natürlich, und dass es möglichst schwierig tönt, obwohl man gerade eigentlich etwas mega Einfaches erklären will. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Personal Blog, Personal Finance Blog oder Personal Finance YouTube-Kanal unterwegs ist. Ich jetzt zum Beispiel auch als Privatanleger will jetzt nicht immer möglichst die schwierigsten Wörter verwenden, sondern ich will eigentlich etwas Einfaches möglichst einfach erklären und nicht aus etwas Einfachem etwas sehr Schwieriges und Komplexes zu machen. Und ich glaube, das ist eben so ein bisschen der Unterschied, wenn man jetzt so die traditionellen Medien anschaut. Man nimmt etwas, was eigentlich im Kern einfach ist und macht es relativ komplex, damit es Otto normal nicht versteht. Und ich glaube, jetzt auf YouTube oder auch auf Blogs allgemein wird etwas Normales genommen und möglichst einfach erklärt, damit es halt jeder versteht letztendlich, weil das ist eigentlich das Ziel vom Ganzen. Und ich glaube, das ist dann so der wesentliche Unterschied für viele meiner Meinung nach. Weshalb ich zum Teil auch die ganzen traditionellen Medien zum Großteil gar nicht mehr verfolge, sondern lieber auch eben auf anderen YouTube-Kanälen, Blogs oder selber direkt bei Investors Relation und so weiter nachschauen oder eben Aktien-Screener verwenden und eigentlich das ganze andere mehr oder weniger versuchen auszublenden oder gar nicht brauchen, weil ich mir einfach sage, okay, ist eigentlich überflüssig. Ist diese bildhafte Sprache, das dir auch gekennzeichnet hat, auch ein Hindernis für diese Unternehmen? Also ich habe auch immer noch das Gefühl, dass diese Exklusivität, also wenn du nicht so richtig verstehst, welche Produkte, welche Artikel, welche Dropouts und so weiter vorhanden sind, man kann nicht so richtig in diesem Business rein. Und ihr habt schon in den letzten Jahren einige Bloggers auch dazu beigetragen, dass das verständlich ist, also dass diese Finanzen nicht so jetzt geheimnisvoll sind. Also ich meine, es fängt schon nur damit an, also man denkt jetzt, also nur schon jetzt mal nicht mal auf Aktien angeschaut, also börsennotierte Aktien. Es fängt schon damit an, dass wenn irgendjemand eine AG gegründet hat, dann denkt man automatisch, oh mein Gott, das ist Hexenwerk, oder? Aber in Realität ist es, ich habe 100'000 Franken hier in der Schweiz, ich zahle 1'000 Franken für einen Notar und ich tue mir online, blöd gesagt, einfach Statuten downloaden, weil ich sie schnell bei Google gesucht habe und ich habe jetzt für eigentlich 1'000 Franken eine Aktiengesellschaft gegründet, relativ schnell und easy. Und das ist kein Hexenwerk, das ist, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, das dauert realistisch gesehen nicht mal 2 Stunden Aufwand und die Firma ist gegründet und die Firma macht noch gar nichts, oder? Und das ist für viele schon, nur schon das, dass das viele schon komplex finden, zeigt einfach wiederum nur, dass es so gemacht wird oder so erzählt wird, dass es komplex ist, aber in Realität ist es relativ einfach, oder? Und so ist es dann halt eben dann auch eben bei Aktien, Dividenden und letztendlich Dividenden zum Beispiel bekommen, ist eigentlich eines der einfachsten Konzepte überhaupt, aber es wird trotzdem irgendwie immer mehr verkompliziert. Dividende ist nichts anderes als eine Gewinnbeteiligung von einem Unternehmen, wo man Geld drin hat oder investiert ist, oder? Und es wird immer versucht, komplexer zu erklären und so und dies und das, aber letztendlich muss man es wirklich vereinfachen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen jetzt das Ziel von vielen oder auch von mir jetzt als Finanzblogger und YouTuber, eben mit dem Blog spargeote.ch oder mit dem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote, einfach das Wissen
möglichst einfach zu vermitteln und das dann im Idealfall auch eben kostenlos, oder? Also für mich ist auch immer so wichtig, bisher und auch noch immer noch, dass auch die ganzen Informationen kostenlos zugänglich sind, oder sei es jetzt über ein E-Book oder über YouTube-Videos oder über Blogbeiträge, einfach ohne Paywall, weil es macht für mich irgendwie keinen Sinn, jetzt spezifisch solche zu wissen, die für Altersvorsorge allenfalls auch da sind, Vermögensaufbau und Co. in einer Paywall zu packen. Was ist, wenn ein 14-Jähriger oder ein 14-Jähriger Interesse an dem Thema hat, aber jetzt die 10 Franken pro Monat nicht hat, um, keine Ahnung, hinter die Paywalls zu kommen, oder? Und dann erst viel später zu dem, ich sage jetzt mal, zu dem Beispielthema kommt, oder? Und das ist so für mich so ein bisschen auch wieder so ein Punkt, oder wieso ich jetzt eben auf YouTube das alles mache, auf dem Blog, aber auch zum Beispiel im E-Book, wo ich kann, wo auch gratis ist, und also ich verkaufe zum Beispiel auch keine Kür, also ich verkaufe keine Kürze, ich verkaufe keine Coachings, nichts, oder? Es geht eigentlich nur darum, wirklich da das finanzielle Wissen oder die Bildung zu vermitteln und auch, ich sage es jetzt mal so, realistischer darstellen, als es ist. Also es ist eigentlich nicht so komplex und exklusiv, wie die meisten denken, sondern man muss einfach mal hinhocken, sich daraus auseinandersetzen und dann geht es eigentlich relativ schnell, ich sage mal ein paar Monate, und man hat die meisten Basics drin und kann nach und nach dann darauf aufbauen, oder? Und ich finde es ganz gut von deinem Kanal, dass du mehrere Interviews führst, weil du sagst, okay, ich kenne mich in diesem Dropshipping zum Beispiel aus und da hast du ganz viel so erzählt, oder? Aber wenn du sagst, okay, dieses Thema, ich will das vertiefen, du machst immer diesen Austausch und ich glaube, das ist einfach ganz bereichernd für Menschen wie ich als Publikum. Okay, ich bekomme etwas Neues mit, oder? Von diesem MFTs habe ich zuletzt ein Video von dir gesehen, wo du einfach so darüber so gesprochen hast mit anderen oder über diese Metaverse. Und das finde ich einfach, dass diese Zugänglichkeit macht das Ganze eventuell demokratischer. Ich wollte noch auf ein anderes Thema eingehen. Ich habe dich eigentlich kennengelernt, weil im Rahmen so meiner jetzt Auswanderung von Deutschland in die Schweiz, ich habe gesehen, dass ein sehr bekannter YouTuber, Christian der Auswanderlux, hat immer wieder mit dir so Interviews geführt. Es ging darum, einfach so, wie ist diese Vorsorge zum Beispiel in der Schweiz. Und er hat immer wieder so Community-Veranstaltungen organisiert. Die Schweiz ist ein Land von der Eigenverantwortung. Ist das auch bei der Finanzen? Ja. Also auf jeden Fall, weil, ich meine, man muss sich ja nur mal ein Vorsorgesystem in der Schweiz anschauen. Wir haben halt die drei Säulen und ich sage es jetzt so, wie es ist, die erste Säule, das ist natürlich einfach die gesetzliche Rente, da zahlt eigentlich jeder, letztendlich ist es ja ein Umverteilungsverfahren, aber da hat man die Pensionskasse und ich sage es mal so, bei der Pensionskasse hat man zwar nicht direkt die Wahl, aber die Wahl, welchen Job man macht und auch wie weit man sich weiterbildet und so weiter, ist dann sehr zusammen, also sehr eng verknüpft mit was für eine zweite Säule, also was für eine Pensionskasse man hat und welche Benefits, oder? Also Eigenverantwortung in dem Sinn, was für eine Karriere man wählt, wie weit man sich weiterbildet, wie hoch man die Karriereleiter aufgeht, also die Eigenverantwortung, die Ambitionen sind eng gekoppelt mit der zweiten Säule, also der Pensionskasse. Und dann hat man die dritte Säule, also die 3a, wo man meistens in dem Zusammenhang erwähnt, die ist völlig freiwillig und da ist natürlich komplett die Eigenverantwortung, weil entweder zahlt man ein oder nicht, es ist freiwillig, das kann man jedes Jahr machen. Und dann hat man noch 3b und das ist eigentlich alles andere, was man macht. Also eigentlich jeder, der ein Aktiendepot separat hat, der macht automatisch 3b letztendlich, wenn er langfristig investiert, oder? Und, sicher. Wie schätzt du dann diese wirtschaftliche Integration bei den Neuzugezogenen? Ich habe ganz geschmunzelt, wenn du, ich glaube, das war so ein Bild oder eine Story, wo du gepostet hast, das ist die Reaktion von den Deutschen, wenn sie das erste Gehalt in der Schweiz bekommen. Das war also mit einem großen so Rauschgefühl, aber ja, wie gehen sie eigentlich damit um? Wie schätzt du das ein? Also welche Anfragen oder welche so Rückmeldungen bekommst du? Also so mein Eindruck, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich bin auch in dieser Finanzbubble unterwegs. Das heisst, da sind auch viele Leute, die sich auch eher mit Finanzen beschäftigen, budgetieren oder das Budget optimiert haben. In der Regel sparen sie prozentual als auch absolut mehr, als sie vorher gespart haben, egal aus welchem Land sie kommen. Oder? Okay. Und das ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist durchweg bisher bei mir so die Erfahrung gewesen, aber man muss bedenken, dass die Leute, die dann auch mich verfolgen, sich immer mehr mit dem Thema Finanzen beschäftigen und letztendlich dann auch einfach
ja, ich sage jetzt mal, finanzaffiner sind. Das heißt, du würdest sagen, das Zielpublikum hat zwar Bedarf nach neuen Inputs oder dieses Community-Gefühl, also um sich auszutauschen, aber bleibt grundsätzlich immer noch die Eigenverantwortung. Das heißt, die beiden Konzepte können noch zusammenhängen, funktionieren. Ja, also es ist natürlich schon so, man hat ja nicht, also man hat nie die komplett eigene Verantwortung, weil dann hätte man keine gesetzliche Rente zum Beispiel, sondern man würde wirklich nur auf eigene Verantwortung setzen, man hätte dann auch keine Steuern mehr, sondern jeder muss selber schauen. Also ich glaube, es ist ein gesunder Mix, aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wenn man das jetzt mal anschaut, oder ich sage jetzt mal Nachbarländer, wird schon viel, 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 viel mehr auf eigene Verantwortung gesetzt. Was jetzt die eigenen Finanzen oder auch eben die Altersvorsorge tatsächlich angeht, wenn man das jetzt mal vergleicht. Und wenn man dann einmal anschaut, oder, wie das in der Schweiz nachher letztendlich läuft, oder? Also nur schon, dass man die Steuern im Nachhinein muss zahlen, ist natürlich für viele Länder eigentlich nicht normal, so als Privatperson, sondern es wird schon direkt vom Lohn eigentlich abgezogen. Und das ist dann natürlich auch wieder, wenn man sich das mal überlegt, oder? Also, ist auch nochmal so ein großer Punkt, weil die Steuern werden ja eigentlich ein Jahr im Nachhinein in der Regel gezahlt. Oder also ich zahle meine Steuern 2021, vielleicht jetzt dann mal im Sommer oder so, oder vielleicht auch erst Ende Jahr, je nachdem, wie ich die Steuererklärung und wie lange ich es nach hinten zögere mit dem Verschieben und alles, oder? Und das heißt, es ist natürlich auch wieder eine grosse Eigenverantwortung. Also es ist nicht so, dass der Bürger, ich sage jetzt mal, dem Geld nachlaufen muss, sozusagen. Wenn du verstehst, was ich meine, zum Beispiel, wenn er jetzt zu viel Steuern zahlt, sondern umgekehrt, der Staat ist eigentlich in der Position, wo Worst Case ein Bürger muss nachlaufen. Und es zeigt halt wieder, und es klappt ja, also schon seit gefühlt Jahrzehnten, also dass die Schweizer Bürger, ah, okay, wir wissen, wir müssen die Steuern im Nachhinein zahlen, wir legen Geld auf die Seite, der 13. Monatslohn ist für die Steuern oder was auch immer. Und das funktioniert, oder? Genau, das heißt, dass man so mehr ein Gefühl bekommt, ja, man braucht so ein bisschen Reserve oder ein bisschen so Notgroschen, was eventuell in anderen Ländern, je nach Kulturen zum Beispiel, gar nicht der Fall ist. Also, und hier habe ich schon den Eindruck gewonnen, dass das mehr überschaubar ist, aber in dem Sinne, ja, also ich muss einfach rechnen, wie viel brauche ich bei irgendeinem Zwischenfall, wo diese genau Nachberechnung kommt oder von dem Steuer oder wo ich irgendeine OP bekomme und es könnte sein, okay, mein Selbstbehalt. Und das ist schon ganz neue Konzepte, die je nach Herkunftsland gar nichts vorhanden ist, weil man ist daran gewohnt, dann Staat, Papa, also dass der Vater der Staat alles übernimmt. Wie ist das für dich genau? Wie überschaubar sind jetzt die Finanzen nach diesem Erfahrung, die du mit diesen Jahren gesammelt hast. Gibt es immer noch Ecke, das für dich, wo du noch nicht den großen Überblick hast? Oder würdest du sagen, das hat immer alles so die gleiche Reihenfolge in dem Sinne von Unternehmensgründung, Unternehmensverlauf? Jetzt haben wir das zum Beispiel mit diesem Bubble von den Bitcoins. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Hast du das Gefühl, dass die Konzepte sich wiederholen oder sagst du immer noch, ich lerne etwas Neues, was finanzielle Bildung, was Wirtschaft anbelangt? Also ich glaube, man muss sich da immer weiter oder mitentwickeln, weil viel, was auch mit der, sag ich mal, Finanzen oder mit dem Management von seinen eigenen Finanzen angeht, ist ja immer an der Gesetzgebung gebunden. Die Gesetzgebung verändert sich, also auch Steuergebung. Also es ist schon immer Learning by Doing und Trial and Error, hoffentlich nicht zu viel Error. Und es ist schon so, dass sich auch immer wieder viele Umstände verändern werden. Also man muss ja nur überlegen, okay, wir haben jetzt zwar vor 2 Jahren eben der Corona-Crash gehabt. Ist auch wieder was Neues gewesen mit Pandemie und alles, aber auch Lockdown. Auch da hat man müssen klarkommen, okay, wir haben jetzt einen physischen Laden, der muss zumachen, gesetzlich, der darf nicht aufmachen, oder? Also da gibt es finanziell immer wieder neue, ich sage jetzt mal, Erfahrungen. Selbst wenn Crashes sich immer wiederholen, die Geschichte sich nicht wiederholt, aber sich reimt, hat man immer wieder auch, ich sage jetzt mal, vielleicht zu 80% ist etwa ähnlich, aber die anderen 20% sind dann halt immer wieder. Und doch nochmal ein bisschen anders im Kontext, oder man weiß auch nicht, wie schnell erholt sich das alles wieder, jetzt zum Beispiel auch jetzt wieder an der Börse, wie schnell erholt sich das wieder in 12 Monaten, in 5 Jahren, in 3 Jahren, in 12 Jahren, keine Ahnung, oder das weiß man alles nicht. Ich meine, wenn man es wüsste,
Da kann man natürlich ganz klar gezielt den Markt shorten oder mit Fremdkapital hebeln, aber niemand, also ich weiß es nicht, darum mache ich das auch nicht. Und also letztendlich, ja, man lernt immer etwas Neues dazu. Es ist jetzt auch bei Unternehmensgründung, dass man es vielleicht jetzt das mal noch ein bisschen gescheiter macht mit verschiedenen Konstrukten, Verschachtelungen, mit Holdinggesellschaften oder was auch immer. Oder Trust Funds irgendwann einmal. Also das, da gibt es wirklich, also ich sage es jetzt mal so, endlos, also endloses Learning, allein schon nur eben durch Gesetzgebungsveränderungen und andere, ich sage jetzt mal, Steuerabkommen zwischen anderen Ländern, Nationen. Also da wird man nie ausgelernt haben, egal wie lange man schon in dem Business drin ist, sozusagen von seinen eigenen Finanzen managen. Und also letztendlich ist so, bin ich immer sogar der Meinung, je mehr man weiß, umso mehr merkt man, dass man eigentlich wirklich relativ wenig weiß. Das ist so ein bisschen das Paradoxe. Und aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass wenn man jedes, ich sag mal, jeden Tag 1% besser wird oder 1% mehr weiß, nach einem ganzen Jahr durch den Zinseszins halt 1% pro Tag wird dann relativ viel, oder? Und das ist auch wieder so ein Punkt, so für mich, wo ich sage, okay, man muss sich einfach stetig verbessern. Man muss sich auch nicht mit anderen vergleichen, sondern immer so mit dem Ich von vor einem Jahr oder von vor 5 Jahren oder wie auch immer. Also immer sich mit sich selber, wenn überhaupt, vergleichen, macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Weil dann sieht man auch, wie weit man vorangekommen ist über die letzten Monate oder Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte, wenn man schon ein bisschen älter ist. Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, das mit der kontinuierlichen Verbesserung. Ich glaube, Amazon nutzt dieses japanische Wort Kaizen und diese Philosophie, oder? Die sagen, ja, ich brauche so diese Pakete oder so diese Kundenservice schneller, effizienter zu machen. Weil ansonsten ohne diese Haltung zu entwickeln, ja, was fällt? Also ich bin schon hier, aber ich konkurriere oder gegen mich selbst am besten, damit ich weiterhin so, ja, treu bleibe, okay, was sind diese Ziele, die ich habe, so jetzt mit dieser Geldanlage zum Beispiel. Und ich finde genauso ist es schnell. Ja, ich habe schon alles erlebt. Diese Position, diese Bequemlichkeit, sich einzustellen, ist die schlimmste Gefahr, weil die Welt ist sehr dynamisch. Wir sind mit ganz vielen Informationen oder mit ganz vielen Reizen konfrontiert. Und solange es geht, man muss das ein bisschen so verdauert, was hat man eigentlich erlebt oder neues Wissen bekommen, aber dass man einfach in diesem Alltag, oder? Du hast auch immer wieder so angeregt an diese Umsetzung, diese Trial and Error hast du auch besprochen, also dass man tatsächlich etwas anfängt, weil wenn man nur darüber philosophiert, kommt es tatsächlich zu keiner so richtigen Lernkurve. Also, das ist natürlich immer wieder so ein Punkt, oder? Also, das sehe ich aber auch immer wieder, egal ob es jetzt jemand ist, wer erst gerade anfängt mit investieren oder ich sage jetzt mal eine Weiterbildung will machen oder irgendwie einen Side-Hustle will starten. Es ist meistens so, man schaut YouTube-Videos, man liest Blogbeiträge und so weiter. Man fühlt sich dabei auch produktiv und alles, aber sehr oft passiert dann eben letztendlich nichts, weil man nicht ins Machen kommt. Und das ist meistens immer so ein bisschen das Problem, egal was für ein Projekt das ist, oder? Und ich sage es jetzt mal so, es ist immer so ein bisschen eine Frage, oder? Also kann man sich's leisten, in dieser Komfortzone zu bleiben, oder? Also, ich gebe das Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel jemand absolut gar, also jemand gar kein Interesse mehr am Thema Geld oder Finanz hat, weil er halt 1 Milliarde hat, also 1000 Millionen im Prinzip hat, US-Dollar, Franken, whatever. Ja, also dann kann er von, also, dann kann er von mir aus natürlich sagen, okay, fuck it. Ich gebe einfach jedes Jahr 1 Million aus und habe nach 100 Jahren immer noch 90% vom Geld. Und wahrscheinlich ist das Geld ja investiert. Wahrscheinlich kann er einfach von den Dividenden leben, die mehr als 1 Million pro Jahr sind, zum Beispiel. Oder dann kann er das gerne machen und dann muss er sich auch nie mehr wahrscheinlich um sein Geld kümmern oder er hat einfach ein Family Office. Okay. Ja, also er tut dann die Komfortzone outsourcen an andere Leute, die dann für ihn aus der Komfortzone rausgehen und dann halt sich beschäftigen, was gibt es für neue Investments, was gibt es für neue Themen und so weiter. Also das kann man machen und dann bleibt man halt finanziell gesehen, also in dem Kontext in seiner Komfortzone und beschäftigt sich halt dann nicht mehr mit Aktien, mit ETFs, mit Krypto oder was es Neues gibt, NFTs und so weiter. Aber man hat es dann einfach outgesourced, da jetzt sein Family Office, einfach andere Menschen, die das für einen machen letztendlich, oder? Und darum, also da muss man immer so ein bisschen wissen, wo steht man gerade im Leben, meiner Meinung nach. Kann man sich's erlauben? Will man sich's erlauben? Ja? Also, es kann ja sein, okay, hey, jetzt ist eine andere Lebensphase. Ich habe jetzt gerade Zwilling bekommen und ich wollte mich jetzt so konzentrieren auf meine Kinder. Und jetzt ist jetzt Business und das andere jetzt nicht so thematisch für mich wichtig. Mir langt es, wenn mein Business die Inflation nachwächst. Und dann ist es halt jedes Jahr ein Wachstum von 2-3% im Durchschnitt vom Revenue und vom Profit her.
Und es langt mir, ich muss jetzt da nicht irgendwie jetzt riesig weiterwachsen, sondern ich muss mich da auf andere Sachen konzentrieren. Und vielleicht hat man ja finanziell dann schon so ein grosses Polster, dass man sich das leisten kann, oder? Und darum denke ich, gibt es nicht so eine pauschale Antwort, aber es ist mehr so ein bisschen, man muss wissen, in welchem Lebensbereich man wo steht, ob man sich das leisten kann oder will, oder sich im Klaren sein, ich sage es mal, welches Opfer man bringt oder halt auf was man dann letztendlich verzichtet, immer auf beiden Seiten. Und wenn man sich dessen bewusst ist und das okay ist, kann man dann auch in dieser Komfortzone zu einem gewissen Grad bleiben oder ich sage es mal, für einen temporären Zeitfaktor sehen, dass 1, 2, 3 oder 5 oder 10 Jahre auch in dieser Komfortzone bleiben, bis man dann wieder merkt, okay, hey, jetzt sind die Kinder schon ein bisschen älter, zum Beispiel, jetzt habe ich wieder viel Zeit, okay, gehen wir jetzt wieder da in diesen Bereich, oder? Und das ist immer so ein bisschen, denke ich, phasenweise anders und darum sage ich halt auch immer so ein bisschen, sich nie mit eben anderen vergleichen, sondern mehr mit sich selber, weil es kann ja dann sein, okay, jetzt ist Business nicht mehr so wichtig, ich habe jetzt Businesses aufgebaut, wo x Millionen pro Jahr Revenue machen, mehr brauche ich eigentlich nicht, aber jetzt ist die Challenge, ein Kind aufziehen oder mehrere Kinder aufziehen, also das ist nochmal eine andere Challenge und wo völlig was anderes ist als jetzt, ich sage jetzt mal das Thema Finanzen managen und dann merkt man auch, okay, das ist eine andere Herausforderung, da muss auch aus der Komfortzone gehen, ein Kind oder mehrere Kinder aufziehen und es ist einfach eine andere Art von Herausforderung und eine andere Art von aus der Komfortzone rausgehen. Sowieso diese Entscheidungsfindung fördert jeder von uns auch ein bisschen, genau, sich von einem anderen Blickpunkt, ein bisschen so, sich als Beobachter zu betrachten und sehen, ja, wo stehe ich, also welche Konsequenzen hat diese Entscheidung? Weil es geht auch immer, hast du erzählt, einen Ausgleich zu finden. Ein Zuhörer hat mich einfach im Vorfeld gefragt, weil, genau, ich habe auch gesammelt, ja, was könnten wir dich, also Thomas Sparkoyote, neu fragen. Und die Frage war, die ich gerne dich stellen würde, muss man wegen Finanzen auf Zufriedenheit verzichten? Also kann man sozusagen sparen in der Lebensqualität, um Also, hinterher eine, zum Beispiel so bessere Prozent oder von diesem Lohn zu bekommen? ich glaube, viele Leute, also glauben, Sparen ist Verzicht, muss nicht aber unbedingt heißen. Also für mich ist Sparen mehr oder weniger einfach ein Nebeneffekt vom Lebensstil, den man in dem Moment oder in dieser Zeitperiode gerade gern lebt. Okay, also als Beispiel, als Student lebt man relativ kostengünstig in der Regel, weil man halt einfach Student ist und man lebt vielleicht noch daheim und oder lebt in der WG oder halt vielleicht auch dort in der Schule, wo man halt ist, an dem Ort, weil es halt eben, also ich glaube, es ist wie soll ich das erklären, ein Effekt aus dem Lebensstil, wo man gerne leben sollte. Aber das Problem ist, die meisten wollen halt einen sehr hohen Lebensstil und das möglichst sehr früh. Und das funktioniert halt meistens realistischerweise nicht, oder? Und ich sage es jetzt mal so, es ist nur eine Frage von der Einstellung. Also, weil man kann ja immer dann vergleichen, okay, selbst der Lebensstil als Student ist im Vergleich zu irgendeiner Person in Afrika im Slum halt immer noch Luxusleben. Oder? Also du kannst ja immer einen Vergleich ziehen im Extremfall, oder? Und das ist halt so das Problem, oder? Man denkt halt immer, man selber ist schlecht dran, aber man sieht halt nicht, was ist so eigentlich die Realität von einem Großteil von Menschen, ja? Also von teilweise Milliarden von Menschen, wie sie halt anders leben. Und das ist ihres Normal. Und das Studentenleben ist vielleicht ein absoluter Luxus, oder? Jetzt im Verhältnis oder im Vergleich. Ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, fühlt sich das Sparen irgendwann nicht mehr, oder eigentlich nicht als Verzicht an, sondern einfach als völlig normal. Und letztendlich ist dann für mich immer wieder so ein bisschen der Faktor, oder? Also du kannst halt nur so viel sparen, weil du kannst nicht weniger als null ausgeben in der Regel. Und irgendjemand muss dann für deine Lebenskosten zahlen. Das heisst, Einkommenssteiger ist natürlich auch wieder ein Faktor. Das ist auch für viele Leute, die von Deutschland, Österreich oder anderen Ländern in die Schweiz kommen, ist auch Einkommen ein grosser Faktor, dass sie einfach mehr verdienen, mehr prozentual sparen können, als auch mehr in absoluten Zahlen können sparen. Darum sage ich auch da, meiner Meinung nach ist dann natürlich für die sehr Ambitionierten immer noch wieder eine Möglichkeit, einfach versuchen, mehr zu verdienen, sich weiterbilden, Karriereleiter aufsteigen oder halt ein Business machen, wenn man dafür gemacht ist oder das will ausprobieren, oder? Und wenn es dann mal klappt, das ist jetzt keine Garantie, aber wenn es mal klappt und wenn man dann auch mal gut verdient, also ich sage jetzt 100.000 pro Monat oder 50.000 pro Monat, also wenn es wirklich mal sehr, sehr gut klappt, oder? Dann ist es nachher dann auch irgendwann nicht mehr mal, also auch nicht mehr eine Frage so, okay, sparen oder nicht sparen, sondern dann lebt man vielleicht für, sagen wir mal, 5, 6, 7.000 pro Monat und spart halt immer noch einen Großteil.
Aber natürlich, das ist dann, ich sage jetzt mal, denen Vorbehalt, wo sich sehr weite Karriereleiter aufschaffen, oder? Also im Corporate, wo dann teilweise Hunderte von Leuten unter einem haben, ja. Und das ist natürlich ein kleiner Prozentsatz von den Leuten. Aber auch da gibt es immer wieder Leute, die das schaffen, oder? Und darum Und es sage ich, geht ist. darum, letztendlich genau, sich klar, was will ich so mit diesen Finanzen, also eventuell Finanzen, wie du auch geschildert hast, auch eine Grundkompetenz wird, oder? So wie wie jetzt die Sprachen zum Beispiel, diese finanzielle Bildung, damit man hinterher mehr Chancen hat, vielleicht mal auf eine bessere Position oder auch diese Selbstständigkeit zu wahren. So auch als ganz junger Mensch gemacht war. Davor hast du in einem großen Konzern gearbeitet und hast auch über die Unterschiede beschrieben. Das war auch der Fall von einem anderen Gast. Und das schätze ich sehr. Und dass wir vor allem genau von diesen Beispielen lernen können. Das hilft uns einfach, diejenigen, die so wie ich, mich in diese, ja, okay, ich bin jetzt in einem Komfortzone, aber ich weiß genau, was anders sein kann. Also, vielleicht auch noch mal so zum Verdeutlichen. Also, stellen wir uns mal vor, du stellst dir einen 10'000 Franken Lifestyle vor. Ja, also, jetzt mitten in Zürich in der Altstadt wohnen und am besten im obersten Stock irgendwo und zwar mitten in der Stadt und dann jeden Abend geht's Nacht essen und so. Und dann noch ein schönes Auto haben. Und wenn das 10'000 Franken pro Monat kostet, musst du dich nicht wundern, dass, wenn jetzt einfach als Beispiel, nicht, dass ich es schlecht finde oder so, aber wenn du jetzt im McDonald's schaffst, musst du dich nicht wundern, dass du dir den Lifestyle nicht kannst leisten kannst. Oder? Also, ich habe jetzt nichts gegen McDonald's geschafft. Meine Freundin hat auch dort mehrere Jahre geschafft und das ist auch sicher ein cooler Job. Aber es geht halt darum, man muss dann ein bisschen realistisch sein, okay, was für Jobmöglichkeiten gibt es überhaupt, wo ich mindestens 10'000 und wenn nicht sogar darüber hinaus verdiene, um überhaupt den Lebensstil, den ich mir wünsche, zu erreichen. Und da muss man auch da realistisch bleiben. Und ganz ehrlich, die meisten Jobs, wo man 10'000 oder vielleicht auch 20'000 aufwärts pro Monat verdient, sind halt nicht 42-Stunden-Jobs, sondern meistens halt Jobs, wo zwar 42 Stunden steht, aber man in der Regel wöchentlich 15 bis 20 Stunden Überstunden noch macht, wo halt da dazu kommen. Und vor allem, wenn man dann ist mir meistens, sondern ist einfach, du musst das erledigt haben. Wenn es dir 40 Stunden geht oder 80 Stunden pro Woche, ist jetzt endlich egal. Also, das sind dann die also Managerverträge, blöd gesagt, oder? Und da ist dann eben die 42-Stunden-Woche zum Beispiel dann auch, ich sage jetzt mal, obsolet. Und wenn man nur 42 Stunden muss oder will arbeiten, begrenzt man sich dadurch natürlich auch mit der Ambition, dadurch, dass man auch weniger verdienen kann, letztendlich. Vor allem, wenn man angestellt ist, oder? Und da muss man, glaube ich, einfach realistisch sein und dann einfach sich selber fragen, wie will ich leben? Und welchen Job will ich haben, ist das realistisch? Und ansonsten muss ich meine Jobanforderung ändern, dass ich einen höheren Job bekomme oder einfach meinen Lifestyle nach oben anpassen, dass es dann passt mit dem Job, den ich kann oder will haben, oder? Und so entsteht nicht so diese Frustration, die ich immer wieder mal erlebe mit den Leuten, die sparen und nicht so richtig oder Leute, die mehr arbeiten, aber trotzdem nicht so mehr sparen, weil sie genau leiden über diese Konsumsthemen, oder? Und somit, genau, ich wollte noch dich kurz fragen, wie können wir dich auf diese sozialen Netzwerke erreichen? Ich werde das auch auf die Beschreibung posten, bevor wir das Gespräch abschließen. Eigentlich überall, einfach auf Sparkoyote oder @sparkoyote auf Instagram, auf YouTube, Blog sparkoyote.ch. Man kann es einfach googlen, also man findet mich wirklich überall auf TikTok, eben Instagram, Twitter, jede Plattform und eben hauptsächlich auf YouTube Thomas der Sparkoyote oder eben sparkoyote.ch. Gibt es eine Veranstaltung? Ich habe dich zum Beispiel auf dieser Investmesse Ende Mai in Stuttgart gesehen. Gibt es bald im Sommer eine andere Veranstaltung, wo das da werde ich vorbeischauen? Am 1. Juli, ein Freitag um 18 Uhr in Zürich, am Zürich Hauptbahnhof, in der Insider Bar, ist tatsächlich das Community-Treffen von mir, Finanzrudel. Und das wird sicher auch wieder cool. Da sind letztes Mal auch etwa 100 Leute dabei gewesen, aus der ganzen Schweiz angereist, sogar auch in 10 oder 15% aus Deutschland extra gekommen. Wird also mega cool. Und also die Veranstaltung ist kostenlos, muss nur sein eigenes Essen und Trinken zahlen. Darum 1. Juli kann man sich auf jeden Fall merken. Perfekt, dann werden wir das hier posten. Ich bin auch sehr dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, auch auf Schweizerdeutsch oder auf diese Blumenstrauß von germanischen Dialekten mit mir zu sprechen. Das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit, damit ich und andere Zuhörer das besser so ein Sprachgefühl bekommen.
auch über Finanzen so, über ein schwieriges Thema, auch das ist für mich noch schwierige Sprache, mich auseinanderzusetzen. Und dafür genau bedanke ich mich sehr. Ich hoffe, dass wir bald von dir hören bei diesen sozialen Netzwerken. Wie gesagt, 1. Juli für diese Finanzflöhe-Community-Treffen in den Inside Bar in Zürich. Genau, hat Spaß gemacht und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, David, für die Einladung und bis bald.